Hallo zusammen, ich bin Klaus. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Immer wieder mal werde ich gefragt, ob die Nik Collection von DxO auch mit OnOne Photo RAW kompatibel ist. Kurze Antwort, ja. Die beliebteste Plugin-Sammlung bei Fotoenthusiasten kann ja nicht nur als Standalone-Anwendung gestartet werden, sondern auch als Plugin aus DxO, aus Adobe Photoshop, aus Photoshop Elements, aus Lightroom Classic oder Affinity Photo 2. Nicht erwähnt wird jedoch OnOne Photo RAW. Das liegt daran, dass die Plugins dort nicht automatisch installiert werden. Wir müssen OnOne Photo RAW erst mitteilen, wo es nach den Plugins suchen soll. Dann geht's problemlos. Sehen wir uns an, wie das geht. Dabei besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen Rechnern, auf denen mindestens eines der gerade genannten Programme installiert ist, nämlich Photoshop oder Lightroom oder DxO PhotoLab oder Affinity Photo 2, und die Rechner, auf denen keine dieser Anwendungen installiert ist. Die Nik Collection Plugins sind Dateien mit der Endung 8BF. Das sind die sogenannten Photoshop-Plugins oder besser gesagt Photoshop-kompatible Plugins, die auch von anderen Anwendungen benutzt werden können. Findet die Nik Collection bei der Installation keines der angeführten Programme, werden die entsprechenden Plugins auch nicht installiert. Ich zeige euch erstmal die komplizierte Version, falls ihr keines dieser genannten Programme auf eurem Rechner habt. Dann geht ihr in den Explorer oder den Finder und erstellt einen neuen Ordner, am besten in eurem Benutzerverzeichnis. Im Prinzip ist es egal wo, Hauptsache ihr findet den Ordner wieder. Nennt ihn Photoshop Plugins. Jetzt startet ihr die Installation der Nik Collection. Bitte versteht, dass jede vorhandene Version von Nik Collection auf diesem Computer ersetzt wird. Also eine Version 5 oder niedriger wird durch die Version 6 ersetzt werden. Klickt auf Weiter, stimmt den Nutzungsbedingungen zu. Im nächsten Fenster erscheinen die kompatiblen Host-Anwendungen. Dieses Fenster müsste bei euch leer sein. Denn ihr habt weder Photoshop, noch Lightroom, noch DxO PhotoLab, noch Affinity Photo 2 installiert. Ihr klickt auf ein Plus und wählt genau den Ordner, den ihr vorhin erstellt habt. Bei mir ist das der Benutzerordner Klaus und er heißt Photoshop Plugins. Da ist er. Wir bestätigen mit OK. Hier unten erscheint zusätzlich bei euch als einzelne Zeile Custom Host und klickt auf Installieren. Bestätigt und wir warten auf die Fertigstellung der Installation. Und überprüft im Finder oder im Explorer den Inhalt des neuen Ordners Photoshop Plugins. Hier wurde nun ein Ordner mit Namen DxO angelegt und als Unterordner sämtliche Plugins, die in der Nik Collection 6 zur Verfügung stehen. Jetzt startet ihr OnOne Photo RAW, geht über Bearbeiten, Einstellungen oder die Tastaturkombi Steuerung K in euren Einstellungsdialog. Wählt den Tab Plugins, klickt auf Wählen und sucht den Ordner heraus, den wir vorhin neu erstellt haben. Das war bei mir Benutzer, Klaus und Photoshop Plugins. Wählen den Ordner aus. Jetzt steht da, Sie müssen den neuen Plugins in dem anerkannten Verzeichnis aufgeben und relaunchieren. In vernünftiges Deutsch übersetzt bedeutet das, nachdem dieser sekundäre Plugin-Ordner aktiviert wurde, klicken wir auf OK, schließen OnOne Photo RAW und starten es neu. Hier suchen wir uns irgendein Bild heraus zunächst und starten es im Entwickeln-Modul. Unsere Plugins finden wir jetzt unter dem Menü Ebene, Filter, Nik Collection und hier sind sie alle aufgeführt. Nehmen wir mal Silver Effects. Wir wandeln den Toucan jetzt in
ein Schwarz-Weiß-Bild um und klicken auf Anwenden. Daraufhin erscheint das bearbeitete Foto als zweite Ebene über der Originalebene. Unter dem Bereich Ebenen. Solltet ihr den nicht gleich sehen, markiert bitte, Fenster ist es hier, Ebenen anzeigen. Im Menü Fenster. Deaktiviere ich diese obere Ebene, sehen wir das Original. Aktiviere ich sie, sehen wir die darüber liegende Ebene, das soeben mit dem Nick-Plugin bearbeitete Foto. Wir sprechen das einmal in JPEG, eigene Bilder. Wir klicken auf Fertig und sehen uns an, was im Explorer passiert ist. Hier haben wir jetzt das Original, diese TIFF-Datei. Wir haben die soeben exportierte JPEG-Datei, die wir in den gleichen Ordner exportiert haben. Öffne ich die, habe ich eine ganz einfache JPEG-Datei. Aber daneben erscheint eine Datei mit der Dateiendung ONFOTO. Klicke ich die jetzt doppelt an und schiebe sie ins Entwickeln-Modul rüber, sehen wir die ursprüngliche Ebene und darüber die mit der Nick Collection bearbeitete Ebene. Wir können also jederzeit nicht destruktiv arbeiten mit diesen Plugins und haben jederzeit wieder Zugriff auf unsere Originaldatei. Zwischendurch ein Tipp von mir. Installiert doch einfach eine Testversion der genannten Anwendungen. Am einfachsten wäre da die XO PhotoLab 6 oder Affinity Photo 2. Die Links dazu findet ihr in meiner Videobeschreibung. Dann müsst ihr nämlich nicht diesen steinigen Weg gehen, sondern ihr könnt den einfachen Weg gehen, den ich hinterher beschreiben werde. Dabei beachtet allerdings, dass diese Testversionen von Affinity Photo oder DxO zuerst installiert sein müssten, also vor der Installation der Nick Collection. Im Zweifelsfall also ganz einfach Nick raus, Testversion rein, Nick erneut installieren. Und jetzt zeige ich euch die einfache Version für all diejenigen unter euch, die entweder Adobe Photoshop oder Photoshop Elements oder Lightroom Classic oder DxO PhotoLab oder Affinity Photo 2 installiert hatten. In diesem Fall müsst ihr die Nick Collection bereits installiert haben. Hier machen wir das Gleiche, das ich vorher gezeigt habe. Unter Einstellungen, Plugins, sekundärer Plugin-Ordner nur, ihr wählt einen anderen Ordner. Und zwar System C, Programme, DxO, Nick Collection, Bin und hier markiert ihr den Ordner Plugins. Wählt den Ordner aus und es wird wieder darauf hingewiesen, dass wir OneFotoRAW neu starten müssen. Achtet darauf, dass der soeben ausgewählte Ordner auch hier unten erscheint. Einmal schließen. Und wieder neu starten. Und hier bietet sich uns nun die gleiche Möglichkeit unter Ebenen, Filter, Nick Collection und da haben wir sie. Bei einigen von euch werden hier nicht alle Plugins der Nick Collection erscheinen. Es werden fehlen die Sharpener, HDR, FX und Perspective FX, weil diese eigentlich drei, beziehungsweise mit den zwei Sharpenern eigentlich vier Plugins, werden nicht immer funktionieren. HDR-FX sowieso nur für ein Bild. Denn wir können zwar im Katalog von OnOne mehrere Bilder auswählen, aber wir können das Plugin nicht aufrufen, weil es das Menü Ebenen in der Katalogansicht ja gar nicht gibt. Das haben wir nur hier in der Bearbeitungsansicht. Und da haben wir immer nur ein Bild zur Auswahl. Auch Perspective oder Sharpen muss nicht immer funktionieren. Probiert es einfach aus. Einen tieferen Sinn sehe ich aber auch nicht darin, denn diese drei Funktionen, HDR, Perspective und Sharpen, die nicht unbedingt in der Nick-Plugins-Sammlung erscheinen werden, haben wir ja schon in OnOne Photo RAW in guter Qualität. Wer die Nick Collection noch gar nicht hat, der lädt sich einfach die 30-tägige Testversion herunter, deren Download-Link ihr auch in meiner Videobeschreibung findet.
Gleiches gilt für alle Besitzer einer älteren Version der Nick Collection. So könnt ihr testen, ob sich ein Upgrade auf Version 6 für euch lohnt. Wenn ihr eine Lizenz für die Collection 4 oder 5 habt, könnt ihr sogar zu einem stark ermäßigten Upgrade-Preis an die aktuelle Version 6 kommen. Bitte beachtet dabei, dass jede Installation einer neueren Version der Nick Collection die ältere überschreibt. Das gilt auch für Testversionen. Wollt ihr also doch nicht upgraden, sondern zur älteren Version zurückkehren, könnt ihr die Testversion deinstallieren und eure ältere Version neu installieren. In meiner Videobeschreibung findet ihr Download-Links zu alten Nick-Versionen, nur für den Fall, dass ihr eure Installationsdatei nicht mehr findet. Wer diesen externen Links nicht traut und bei diesen Downloads auf Nummer sicher gehen möchte, wendet sich einfach mit der Bitte um einen Download-Link für eine der älteren Nick-Versionen an den DxO-Kundendienst, der euch gerne weiterhilft. Denn ich übernehme keinerlei Gewähr oder Verantwortung für diese externen Links. Habt ihr die Version für Windows, findet ihr sogar den Link zum Download der Version 1. Das ist die Uralt-Version der Google Nick-Kollektion, die kostenlos genutzt werden kann. Beachtet dabei aber, dass diese Google-Version erstens uralt ist und seit 2017 nicht mehr aktualisiert wird und dass sie eventuell auf aktuellen Systemen gar nicht mehr oder nicht mehr fehlerfrei läuft, da sie offiziell nur bis Windows 8 unterstützt wird. Die aktuelle Version 6 der Nick Collection hat recht hohe Anforderungen an Hardware und Betriebssystem. Arbeitet ihr mit einem Computer älter als 5 Jahre oder mit einem alten Betriebssystem, werft über den Link in meiner Videobeschreibung einen Blick auf die Systemvoraussetzungen, bevor ihr die Nick Collection 6 installiert. Selbstverständlich gibt es auch eine Testversion von OnOne Photo RAW 2023, deren Link ihr ebenfalls in meiner Videobeschreibung findet. Ihr wisst ja sicher, dass ihr meinen Kanal unterstützen könnt, indem ihr die Links in meiner Videobeschreibung benutzt. Ich erhalte bei einem Kauf eine kleine Provision, ohne dass sich euer Preis dadurch erhöht. Ganz im Gegenteil, gebt ihr beim Kauf von OnOne-Produkten beim Checkout im Warenkorb meinen Rabattcode KLAUS20 ein, spart ihr 20% des offiziellen Preises. So, ich glaube, das war jetzt wirklich genug technische Information. Hat euch dieses Video gefallen? Dann freue ich mich über jeden Daumen nach oben. Wollt ihr meinen Kanal abonnieren? Dann vergesst bitte nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn mein nächstes Video erscheint. Ich hoffe also, wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Tschüss.